Hallo und hier bin ich wieder. Es geht heute weiter mit der Hauptquestreihe und zwar mit Alduins Mauer. Wir müssen Zutritt zum Tempel der Himmelszuflucht bekommen und da ich in der letzten Folge Beschwörung legendär nochmal gemacht habe und gerade dabei bin, das wieder hochzuleveln, werde ich diese Folge als Magier unterwegs sein. Das heißt, wir rüsten uns mal entsprechend aus. Ich brauche die ätherische Krone. Da ist nämlich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Stein heißt, das haben wir gleich. Da steht ja der liebenden Stein drauf auf der ätherischen Krone. Und der verbessert alle Fähigkeiten 15% schneller, also auch Beschwörung. Und als nächstes brauche ich eine Ausrüstung, die dem gerecht wird. Sieht das nun, warte mal, Illusionszauber, Wiederherstellungszauber. Ich denke, ich nehme das hier. Dann Veränderung, Wiederherstellung, Wiederherstellung, Zerstörung. Nee, hier Illusion und Beschwörung, das bleibt. Dann Zauberer, Beschwörung und Wiederherstellung. Dann brauche ich noch eine Kette, eine angepasste Veränderung und Zerstörungszauber. Oder ja, Veränderung und Zerstörungszauber. Dann ist Veränderungszauber, falls ich sie brauchen sollte, sind dann auch ein bisschen billiger. Dann die Kung-Fu-Schaffensschuhe. Der Träger kann sich lautlos bewegen. Der Einhand-Dings ist gerade unwichtig. Und ja, gut. Ach ja, die Zweihandwaffe, die ist dann natürlich auch unsinnig. Wir liegen die 8, also Dremora fürs Beschwören ist da. Ich brauche einen die 8 auf den Frostdiener und verbrennen auf die andere Hand. Wie kriege ich denn das jetzt hin? Also wir machen jetzt erstmal wir wechseln die Frostdiener auf die 3, dann nehmen den Dremora Fürst weg und nehmen die 8 auf Verbrennen. Also 8 ist jetzt Verbrennen. So. Auf einer Hand 5. Steck den Laden nicht in Brand, ja? Klar. So. Und wenn ich jetzt auf die 8. Nee, Quatsch, auf die. Ich muss mich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Ja, genau. Da könnte ich jetzt dann den Meister-Dings, wie heißt der gleich wieder? 3, den Frostdiener zaubern. Die Meister-Dinger, die man beschwört, die leveln Beschwörung natürlich besser als die einfacheren. Deswegen ziehe ich den jetzt mal vor. Und wir schauen mal, wie wir da hinkommen. Ich würde gerne auf der Karte gucken. Kartspitzenlager, das ist ja prima. Da gibt es wahrscheinlich ja Rabatz, aber wir haben ja Vanessa dabei. Vanessa dient mir jetzt als Tank. Das ist ganz nützlich, wenn man als Magier unterwegs ist. Und ja, den Ladebildschirm erspare ich auch. Und da sind wir auch schon. Jetzt erstmal Knüppel aus dem Sack. Ui! Drachi! Komm, Miets, 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 Miets. Das ist jetzt nicht gerade die beste Wahl, weil der Nahkämpfer ist. Aber gut. Auf beide Hände. Uiuiui, das kostet aber. Ach ja, ich habe ja vorhin noch geschworen. Der hat gesessen. Mit, komm. Freines Fressili. Mist, daneben. Ist wohl eher ein schräges
Da oben landest du. Das war doch wieder Absicht. Mal gucken, ob ich da drüben hoch kann. Ein bisschen sprinten. Nicht, dass mir jemand die Show da oben stiehlt. Das war die Landung des Albatros oder so ähnlich, ja? Und... Tschüss. Nee, nicht tschüss. Hetzte gern. Das ist ein klarer Fall von hetzte gern, ne? Hetzte immer noch gern. Ich habe eine hohe Magieresistenz, Alter. Das gilt auch für Drachenbeutel. Nein, du wirst mich nicht fressen. Du nicht. Vanessa, wärst du bitte so freundlich mal zu übernehmen? Vanessa, trab sie an. Das Personal von heute ist auch nicht mehr so das, was es mal war. Ich denke, ich nippel mal kurz an der Flasche. Was saufen wir denn heute? Hallo? Ich hätte gerne einen, genau. 1, 2, 3, das wird reichen. Und? Bisschen Mana wäre nicht schlecht. 1, 2, 3. Gut, das kann man da warten. Ja, da guckst du, ne, wie ihr verrückt tun. Du bist jetzt nicht genügend Magiker und das mir. Ja, ich bin jetzt halt auf Hasta la vista. Ich bin jetzt halt auch auf Beschwörung eingestellt und habe jetzt keine Lust, wegen dem Dödel da umzurüsten. Abgeschworenen Fall. Na, ich nehme die Drachenknochen diesmal mit. Wir werden nicht allzu viel Loot finden. Außerdem habe ich es nicht nötig. Ich muss nicht alles mitnehmen, was mir unter die Pfoten kommt. Ich kann ruhig mal was liegen lassen, aber die Drachenknochen hätte ich diesmal schon gern. Vanessa! Bestimmt spielst du wieder mit den... Ja, das dachte ich mir. Das ist bestimmt Vanessa irgendwie. Auf die eine oder andere Weise. Bist du Vanessa? Delfine? Was macht ihr denn hier? Fischeier. Und dann bist du Estian, oder? Auch recht. Dann muss ich... Und das da ist dann mein Atronach. Braver Atronach. Daneben. Ups, dich wollte ich gar nicht treffen. Sorry. Aber dich will ich treffen. Ja, du mich auch, ne? Du triffst mich nicht, du triffst dich nicht, Elebatch. Geht der jetzt auf mich los? Ey, fast verkackt. Meine Güte, Gott sei Dank habe ich genügend von denen. Der geht wirklich auf mich los. Ich glaube, ich mache mir einen neuen. Nee, nicht nötig. Doch nötig. Aber dazu brauche ich volle Mana. Und Abracadabra, Simsalabim. Kurz heilen. What do we have here? Nothing else. Du bist Vanessa, richtig? Du bist doch Vanessa, oder? Ja, das ist Vanessa. Du hättest lieber mir helfen sollen, anstatt hier mit deinen Spielkameraden rumzualbern. Ist ja allerhand. Ja, da kannst du hängen bleiben. Das ist sehr praktisch. Sehr, sehr zuvorkommend. Ach Gott. War gerade so schön. Bleib nur da. Sitz! Platz, Hasso! Tschüss. Ich töte euch an Ort und Stelle. Schon! Hilfe gebrauchen. Ja, ja, ich könnte auch etwas Hilfe gebrauchen. 17 Pfeile sind 17 Gold, glaube ich. Das ist Delfine. Wenn ich ein rotes Pünktchen wäre, wo würde ich mich verstecken?
Kampfmusik ist noch da, ich sehe aber keine Feinde mehr. Jetzt bricht ihr Feuer unterm Arsch. Ups, Entschuldigung, Esbjörn, war keine Absicht. Ja, ja, die Nummer kenne ich schon. Und mit dann in den dritten Fall, ne? Mit euch werde ich fertig. Bleib doch mal stehen, damit ich dich besser treffen kann. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen mehr auf Offensivmagie einrichten. Weil ich die häufiger brauche als Hexer, Zauberer, Beschwörung, Zerstörungszauber. Der ist eigentlich richtig. Das ist Beschwörungs- und Zerstörungszauber. Hey. Kriegsherde abgeschworen. Ich will deine Stiefel. Gib her. Giftrezept Furcht. Ja, ich nehme es, damit ich weiß, ob ich das schon kenne. Bestimmt kenne ich schon. Auch die Stiefel kannst du behalten, die will nicht einmal ich. Und kurz ein Tränklein schlürfen. Ich kann mir ja nach Belieben neue machen. Das ich und Angst, wie kommst du denn auf die Idee? Aber, heilen sollte ich mich gelegentlich mal. Und? Ich habe Ladehemmung, ich muss schon wieder Tränke salben. Ach ja, man hat es halt leicht, aber leicht hat es sein. Für Gold. Ja, ja. Immer dieselbe Leier, ne? Ich ergebe mich. Und dann mir in den Rücken fallen. Tschüss. So. Meine Güte. Sag ich einmal. Nichts als Ärger mit den Frauen. Vor allem mit solchen. Führt uns zum Tempel der Himmelszüge. Ich dachte, ihr kennt den Weg. Das ist ja... Folgen Sie mir auffällig. Was ist denn mit dir los? Das spielt Arbeiterdenkmal. Gibt es bei dir auch irgendwie Gold oder so? Geschmeide? Jawohl, 130, das kann sich doch sehen lassen. Die Pfeile, naja, deswegen den bücke ich mich jetzt nicht nochmal. Es ist ja nicht so, dass ich dringend Gold bräuchte. Und wenn. Ups.